Die Vernetzung wird natürlich durch neue Fahrfunktionen, also autonome Fahrfunktionen, deutlich zunehmen. Also aktuell haben wir schon so etwas wie Spurhalteassistenz oder Notbremsassistent. Wenn in Zukunft Autos zum Beispiel autonom durch eine Stadt fahren sollen, dann ist eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug- oder Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation unerlässlich. Und da werden dann völlig neue Kommunikationsschnittstellen sich auftun. Und so mehr natürlich sich ein Fahrzeug gegenüber der Umwelt vernetzt, umso mehr Angriffspunkte gibt es natürlich auch, die man als Angreifer ausnutzen kann. Das größere Problem ist dann eigentlich in Zukunft festzustellen, wenn man die Information erlangt, dass man irgendwo angreifbar geworden ist, weil entsprechende Sicherheitsmaßnahmen nicht wirken, bin ich betroffen und wie reagiere ich darauf? Und da fehlt es unserer Meinung nach an entsprechender Unterstützung durch Werkzeuge bisher. Und das Problem ist eigentlich, dass man es hier mit einem unglaublich komplexen System zu tun hat, das über Jahre hinweg auf der Straße fährt und man dann in möglicherweise 8 oder 10 Jahren noch in der Lage sein muss, festzustellen, bin ich von dieser Schwachstelle betroffen? Es gibt 2 Punkte eigentlich, warum ein Auto da anders ist als ein Handy. Das erste ist die Lebensdauer. Also mein Handy, wenn es 3 Jahre alt ist, kaufe ich mir vielleicht ein neues. Das alte ist mir einfach nicht mehr so wichtig. Bei einem Auto kriegt es einen neuen Käufer und fährt dann entsprechend länger weiter. Und wenn ein Fahrzeug unsicher geworden ist, dann hat das ja eine ganz andere Auswirkung als bei einem Telefon. Da kann man mir vielleicht mein Adressbuch ausspähen, im schlimmsten Fall vielleicht Online-Banking. Und dann wird es auch schlimm bei einem Mobiltelefon, wenn es gehackt wird. Aber bei einem Fahrzeug geht es halt gleich um das Leben von Menschen. Da ist man dann ganz schnell im Bereich Safety. Und da ist die Automobilindustrie eigentlich erst einmal sehr erfahren, weil Safety-Mechanismen und entsprechende Analysen in diesem Bereich schon lange etabliert sind. Nur wir glauben, dass die Werkzeuge, die man hier dafür benutzt, nicht in der Lage sind, die dynamische Welt der Security mit so kurzen Reaktionszeiten zu behandeln, wie das im Safety-Fall notwendig ist.